Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wer mir auf Instagram folgt, dem werden diese Bilder, die ich hier einbinde, schon bekannt vorkommen. Und zwar habe ich eine ziemlich günstige Messsucherkamera bekommen, die über richtig tolle Features verfügt. Was ich damit meine ist, dass ihr hier seht, dass es sich zum einen, wie gesagt, um eine Messsucherkamera handelt. Falls jemand nicht wissen sollte, was es ist, das ist eine Kamera, die nicht dadurch arbeitet, beim Scharfstellen, dass man das Bild scharf und unscharf sieht, wie bei einer Spiegelreflexkamera, sondern man hat hier in der Mitte diesen Patch, mit dem man ein wenig doppelt sieht. Wenn ihr genau hinguckt, seht ihr manchmal den Kirchturm doppelt und manchmal das Blatt von der Pflanze. Das hat den Grund, dass die Kamera dadurch scharf stellt, dass man den Fokus immer da hat, wo man gerade nicht doppelt sieht. Das bedeutet, wenn der Kirchturm gerade nur einer ist und nicht zwei, dann ist auf unendlich scharf gestellt und sobald das Blatt nicht mehr doppelt ist, ist halt auf die Entfernung scharf gestellt, wo sich das Blatt befindet. Messsucher haben allerdings den Nachteil, dass sie meistens ziemlich teuer sind, sobald sie ein wenig besser ausgestattet sind. So sieht man hier neben dem normalen Messsucher-Patch, den man eigentlich immer hat, sogenannte Leuchtrahmen, und zwar genau drei Stück, einen äußeren. Dieser entspricht dem Winkel von 50 mm auf Kleinbild, einen inneren, der ist 90 mm auf Kleinbild und einen ganz inneren, dieser steht für 135 auf Kleinbild. Das bedeutet, wenn man das Objektiv wechselt, ja, diese Kamera hat Wechselobjektive, sonst würden diese Rahmen ja auch relativ wenig Sinn machen. Wenn man also das 50 mm, was normalerweise dran ist, wechselt gegen einen 135 mm, dann zählt nur noch der Innenrahmen. Das bedeutet, man kriegt alles aufs Bild, was man in diesem ganz kleinen Rahmen hier sieht. Und das ist für Messsucherkameras nicht normal. Wenn man sowas haben will, muss man sonst ziemlich tief in die Tasche greifen. Ich habe allerdings für die Kamera samt Standardobjektiv nur 50 Euro bezahlt. Und es ist spannend, tada, eine Kamera von Braun, und zwar die Paxet 2 Super BL. Und wenn ihr diese Kamera auch haben wollt, müsst ihr ja aufpassen, dass ihr euch da nicht verkauft, denn es gibt richtig viele Modelle von dieser Paxet. Und die meisten sind ziemlich spartanisch ausgestattet und wirklich nur die, ich muss selber nochmal drauf gucken, Super 2 BL hat wirklich diese tollen Features, das bedeutet diesen gekoppelten Messsucher und diese Leuchtrahmen drin. Allerdings hat diese Kamera auch ein paar kleine Nachteile und die werden wir uns jetzt genauer ansehen. So, hier haben wir nun die Paxet oder Paxette oder wie man auch immer das ausspricht. Allerdings ist das hier, und das möchte ich ganz laut betonen, kein Review, sondern eher ein Preview-Video, da ich mit dieser Kamera leider noch nicht fotografiert habe. Als erstes fällt auf, dass das Objektiv, was hier dran ist, gar nicht so kacke ist. Und zwar ist das ein Cesarit von Steinheil, 50 mm f2.8. Damit ein bisschen lichtschwach, aber an so einer kleinen Kamera wäre wahrscheinlich ein f2-Objektiv richtig riesig. Dann haben wir hier sogar ein Selen-Belichtungsmesser. Diesen kann man hier oben ablesen. Ich habe den leider noch nicht überprüfen können, ob der richtig funktioniert. Daneben haben wir hier ein Filmzählwerk und einen Aufzugshebel. Der erste Nachteil ist, diese Kamera muss immer zweimal aufgezogen werden, bis sie komplett gespannt ist, und ein Rückspulhebel, der genauso aufgebaut ist wie der Schnellspannhebel, den man dann immer benutzen muss, um den Film zurückzuspulen. Das ist der nächste Nachteil. Dadurch ist das Nachladen dieser Kamera ziemlich langwierig und dauert ein wenig. Dann haben wir hier den Sucher, der ist leider extrem klein. Und die Videoaufnahmen vom Anfang zu machen, das war auch nicht wirklich einfach. Und zwar musste ich mit einer ganzen Menge Panzertape mein iPhone da hinten dran kleben. Dann gehen wir mal wieder nach vorne. Und das Objektiv lässt sich sogar wechseln. Natürlich lässt sich das wechseln. Ansonsten würden ja die Markierungen im Sucher überhaupt keinen Sinn ergeben. Und wir sehen, diese Kamera hat einen Kompur- bzw. Zentralverschluss. Der hat den Vorteil, dass man mit dieser Kamera jetzt bei absolut jeder Geschwindigkeit blitzen kann. Der Nachteil ist, dass die Verschlusszeit, die hier oben sieht, die sich auch ziemlich komfortabel einstellen lassen. Und zwar kann man die hier unten mit dem Finger ändern. Sich auf eine 300stel Sekunde beschränken und dann in den üblichen Schritten erst weitergehen. Eine kleine Kuriosität ist, dass hier oben auf dem Belichtungsmesser die 300 gar nicht angegeben ist, sondern dass der Belichtungsmesser hier oben die üblichen Zeiten angibt. Sowas wie ein 500stel, ein 250stel, ein 125stel und ein 60stel. Wo hier hingegen natürlich das 300stel ist, noch ein wenig verwirrend ist, dass entgegen der ersten Vermutung, die wahrscheinlich jeder hat, das hier nicht der Auslöser ist, sondern dieses Ding hier. Und ein großes Problem ist, dass sich dieses Ding hier nicht sperren lässt und man das schnell beim Handeln, also beim Hantieren mit der Kamera, sehr schnell versehentlich drankommt.
Dafür ist das Ding aber auch entsprechend leise, was mich sehr gefreut hat. Zum Anschluss muss ich noch sagen, dass das hier kein normaler M39 Leica bzw. Sorki Anschluss ist, sondern der eigene Anschluss der Paxette. So hatte ich mir dieses schöne M39 M135mm Objektiv von dem bekannten Analyte München. Übrigens ist das hier im Vergleich zu meinem Tele Analyte hier ein Tele Enerston. Ich weiß nicht genau, wo da der Unterschied ist. Wahrscheinlich irgendwo in der Linsenanordnung. Ich hatte mir also dieses Objektiv hier bei eBay geholt. Das war mit 39 Euro ziemlich günstig für ein M39 Objektiv. Wollte dieses eigentlich hier an meiner FET 5B benutzen. Habe dann aber beim Anbringen festgestellt, das ging auch ganz gut an die Kamera dran, allerdings habe ich dann festgestellt, die Entfernungsanzeige ist auf einmal auf der Unterseite der Kamera gelandet und der Messsucher der FET 5B kommt überhaupt nicht mit dem Objektiv klar und man kann nicht bis unendlich einstellen, da habe ich mich ziemlich gewundert. Dann bin ich hergegangen und habe mal eine Mattscheibe hinten an die Kamera gehalten und festgestellt, ich bin mit diesem Objektiv hier Beyond Infinity. Das bedeutet hinter der Unendlichkeit. Ja, das ist möglich. Das sieht total lustig aus. Dann ist nämlich alles unscharf und man hat keine Chance, irgendetwas im Bild scharf zu bekommen. Dann habe ich den Verkäufer gefragt, ja, zu welcher Kamera das Objektiv gehört. Hat er gesagt, zu einer Paxette. Das hatte er nicht dran geschrieben in der Option, was ich ziemlich gemein fand. Dann habe ich aber gesehen, dass diese Paxetten hier und sogar die guten halt nur diese besagten 50 Euro kosten. Und dann habe ich mir eine geholt und bin bis jetzt auch ziemlich begeistert von der Kamera. Es gibt nur ein Problem, und zwar ist der Messsucher ziemlich dunkel und funktioniert anständig hinlegen. Und so funktioniert der Messsucher leider nur bei Tageslicht. Und sobald man hier dieses vielleicht zur Kamera ziemlich große Enerston hier auf die Kamera anbringt, dann schattet der Sucher hier, also hier ist der Messsucher-Patch, leider ein wenig ab, weil dieses Objektiv den etwas verdeckt. Da muss es draußen schon sehr hell sein, damit das hier richtig funktioniert. Auch gibt es hier ein kleines Problem, und zwar scheint man den Sucher mit speziellen kleinen Plastikplatten auf die jeweiligen Objektive justieren zu müssen. Und diese Platten sind natürlich nicht mehr zu bekommen. Da werde ich wahrscheinlich mir aus Pappe was Eigenes schneidern müssen. Ich nehme das Objektiv mal wieder ab, um das euch zu zeigen, was ich genau meine. Und zwar drücken die Objektive hier diesen Kranz rein. Warte das mal mit dem Finger. Das funktioniert nur, wenn die Kamera gespannt ist. So. Dann poppt hier, habt ihr gerade gesehen, dieser Kranz raus. Und wenn ein Objektiv diesen hineindrückt, ändert sich hier oben im Sucher die Entfernungseinstellung. Und das muss man dann mit so Pappringen, die man ausschneidet, die dann genau diese Größe haben, hier mit dem Objektiv richtig justieren. Da werde ich noch ein bisschen für brauchen. Und die Kamera dann wahrscheinlich auch demnächst einsetzen, obwohl das nicht so richtig wahrscheinlich ist. Denn ich habe auch noch ein paar andere Kameras quasi zu Weihnachten bekommen. Und die sind auch ziemlich interessant und wollen ausprobiert werden. Und da diese Kamera mit ihrem doch etwas dunklen Sucher eher dazu prädestiniert ist, im Sommer eingesetzt zu werden, weiß ich nicht, ob ich mir die hier nicht aufspare. Übrigens habe ich im Internet einen Trick gelesen, und zwar sieht man ja hier den Rahmen, der später eingespiegelt wird. Wenn man sich jetzt etwas geschickt anstellt und etwas Elektrotape einsetzt, kann man die Rahmen, die man gerade nicht benötigt, abkleben und sieht dann wirklich nur den Rahmen, der zu der Brennweite passt, die man gerade benutzt. So, dann war es das zu der Kamera und dem Video. Dann würde ich noch gerne eure Meinung dazu hören, ob ihr demnächst öfter solche Previews, also kleine Vorstellungen zu Kameras sehen wollt, mit denen ich noch nicht so viel oder gar nicht fotografiert habe. Sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Hier kommt mindestens einmal die Woche irgendetwas zur analogen Fotografie. Dann kommt ihr hier oben zum letzten Video. Und was ich hier einblende, weiß ich noch nicht. Am besten wird das irgendein Überraschungsvideo oder so. Ist ja auch langweilig, wenn ich hier immer nur meine eigenen Videos verlinke. Dann muss ich noch 20 Sekunden labern, bedanke mich nochmal fürs Zusehen und sage bis dann.